willkommen zu diesem kleinen Video auf meinem Kanal. Okay, Intro mache ich aus dem Auto, weil draußen durch die Autos ist es mir ein bisschen zu laut. Wo bin ich? Ich bin in Emsland und will mir den alten Friedhof von Wahn angucken. Der liegt ja auf dem Schießplatz, gehört zu dem Ort zu, der damals hier geräumt und eingeebnet wurde. Und dieser Friedhof wird immer noch in Ordnung gehalten. Man kann sich angucken. Natürlich nur, wenn nicht für die Schießübung hier gesperrt ist. Und da gehen wir jetzt hin. So, hier kann man es auch sehen. Dass ich kein Mist erzähle. Und dahinter die Mauer, da ist halt der Friedhof. Jetzt vorstellt, die Bäume, die hier um Begrenzung sind, das war früher mal eine Hecke. Und hier auf dem kleinen Schild steht, auf diesem Friedhof wurden in der Zeit vom Juni 1914 bis 1942 107 Kinder, 124 Frauen, 123 Männer, insgesamt 354 Personen beerdigt. Wenn man sich das anguckt, sieht man, dass alles altes Zeug ist. Die Steine werden wohl mal gestanden haben. Das hier angucke, hier ganz vorne unser liebes Söhnchen, das ist 6 Jahre alt geworden, dahinter unser Töchterchen ist knapp 1 Jahr geworden und hier 2 Brüder, 6 und 2 Jahre. Dann kann ich nur sagen, hier war eine hohe Kindersterblichkeit zu der Zeit. Jahre alt. Das müssen die Kindergräber sein. Die haben eine eigene Abteilung gekriegt. Und hier ja, hier werden sie älter. 1875 bis 1927 tragischer Unglücksfall. Bis 1925. Aber auch bis auch da hinten alles nur kleinere Dinger. Merkt man, wir sind halt hier mitten auf dem platten Land, oberhalb vom Meppen. Da haben die Leute nicht so viel gehabt. Wer kennt sich aus? Was ist das? Palm- oder Agavengewächs. Die muss auf jeden Fall schon länger da drauf stehen bei der Größe.
muss erkennen, auf welcher Seite die Grabstelle jetzt ist. Gestorben 1937. Das sieht ja so aus, als ob hier nichts ist. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, dass hier was war. Und zwar sieht man noch, wo hier Grabstellen sind. Also gehe ich davon aus, dass hier auf dieser Seite, in diesem Bereich, nur alles, was auf ein Grab hindeutet, entfernt worden ist. Wir haben da was Größeres. Der hat sich ein Keltenkreuz gegönnt. Am 21. März 1919 gestorben. Was soll das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Leben. Ich gehe mal von aus, dass das eher so als Friedhofsmonument allgemein gedacht ist. Und da drauf hat dann einer den lieben Lattenjub platziert. Bei sowas juckt es mich ja immer irgendwie in den Fingern, das Moos abzukratzen, um zu gucken, was da drauf steht, wie alt die sind. Aber von der Optik her wäre es eine Schande, das abzumachen. Aber man sieht, dass sie teilweise alt sein müssen. Ja, 1861 geboren, 1939 verstorben. Und das ist wieder auch so hier der Beweis, dass die Leute sich immer noch darum kümmern. Eine relativ frische Kerze und Zaun drum, damit die Kaninchen nichts zu fressen haben, wenn die in frischen Blumen kommen. Hier sind wir bei 1940 verstorben. Auch so den Beweis, dass es alt ist. Schon allein durch den Baumstamm, den sie da abgesägt haben. Es dauert, bis er so weit wächst. Und so nah an einen Baum tut kein Mensch einen Grapel machen. Da weiter hinten. Also ich finde, das sieht so voll Moos und Laub wunderschön aus. Ich hoffe, mit dem Wind versteht man überhaupt noch was. Gestern hatten wir noch Sturmböen. Die sind jetzt abgeflaut. Das ist nur das Restwindchen. Aber halt, ich kann mir vorstellen, er nervt. Wenn man jetzt hier in dem vorderen Bereich genau hinguckt, dann kann man so in diesem Bereich hier ein Viereck erkennen. Also war hier auch meine Grabstelle. Aha, vorwitzige Radfahrer. Ja, sauber gemacht und gepflegt. Das Kreuz ist ein relativ neuer Stein. Jetzt anguckt, sieht man, dass auf den Stein fast überall oben was drauf war, was abgeschlagen oder abgefallen ist.
Zahn der Zeit dran. Und wie immer, kennt ihr das hier? Ich suche immer einen Soldaten, ein Soldatengrab. Aber hier, ich weiß, hier gibt es eins, aber ich finde es nicht. In Peace, RIP, kam erst später auf, aber man sieht, 1919 war es auch schon da. Wie hat Trapattoni damals gleich gesagt, habe fertig. Und es ist auch noch der Zeit, dass ich nach Hause fahre. Das wird noch ganz schönes Ärgernis, da ich ja jetzt im Berufsverkehr reinkomme. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst euch impfen und Video zu Ende, Ende und